Herzlich willkommen zurück, meine Freunde, zu Orden des Drachen. Es geht weiter in der Wüste. Wie ich am Ende der letzten Folge ja schon in einem kleinen Edit eingefügt hatte, ich konnte leider nicht ganz auf euch warten, bis ihr mir antwortet, wie es hier mit der Quest weitergeht und was man dafür noch machen muss, etc., etc., weil ich ja jetzt die nächsten ein, zwei Wochen weg sein werde und beim Vorproduzieren bin. Das heißt, ich musste das ja relativ schnell hintereinander reinhauen. Was ich aber gerade eben entdeckt habe, es gibt doch eine Abkürzung hier raus. Ich habe nämlich festgestellt, das Ding ist hier nicht das einzige Ding. Also, das Ding ist das einzige Ding mit einem Schalterding oben drauf gedingst, aber es ist nicht das einzige Grabding. Wir sind hier zwar rausgedingst, als wir hier reingedingst sind, aber ich bin dann mal zum Spaß, weil ich eben auf dem Ding aufgewacht bin, auf alle anderen gesprungen. Und gerade eben, kurz vor der Aufnahme, habe ich bemerkt, oh, what the fuck? Oh, ich bin irgendwie gerade eben komisch zusammengefaltet. Zusammengefaltet wie ein Stück Stoff. Das heißt, wenn ich das richtig verstanden habe, dann wird das Reisesystem folgendermaßen funktionieren, sodass wir eben die ganzen Opfersärge überall in der Wüste haben. Nur immer noch ein bisschen blöd, dass sie nicht auf der Karte eingezeichnet sind, wird man sich das halt merken müssen. Und dass, wenn man in einen Opfersarg reingeht, dann in diesen zentralen Raum teleportiert wird und dann in diesem zentralen Raum sich in einen anderen Sarg oder in so eine andere Opferschale oder was für Dinger das da sind, reinlegen kann und dann wieder zu einem anderen Opfersarg sich teleportieren kann. Ist nur ein bisschen blöd, dass in dem Raum halt nicht beschriftet ist, wo was hinführt. Vielleicht kommt das noch. Vielleicht muss man sich das auch einfach merken. Aber wenn man das so im Blut hat, dann wird es auf jeden Fall schneller laufen. Aber bis ich das im Blut habe, bin ich eh schon mit Orden des Drachen durch. Deswegen. Wobei, ich will das nicht unterschätzen. Das ist ja hier schon bereits lang genug. Jetzt aber erstmal würde ich sagen, um nochmal uns kurz in Erinnerung zu rufen, die Quest gerade eben war zwar mega geil, aber sie hat mich trotzdem 8 Folgen, glaube ich, gekostet. Also schon 8 Folgen, wenn man bedenkt, es sind über 10% vom Let's Play, war jetzt nur die eine Quest, also ein riesen Oschi. Aber wir machen weiter mit der Assassinen-Gilde, wir wollen die ja fertig kriegen. Und da hatten wir gerade als Ziel, 2 Khajiit zu erledigen in der Nähe der Arena. Und von Talvanus haben wir 2 Fallen bekommen. Eine, die die Opfer zu Stein verwandelt und eine andere, die explodiert, sobald sie getroffen wurde. Und jetzt sollen wir die Tagesabläufe der Khajiit kennenlernen, um herauszufinden, wo sind sie unterwegs, wann sind sie wo unterwegs und dann je nachdem die Fallen anbringen, um sie zu erledigen. So, aber erstmal muss ich hier ein paar Kilometer Richtung Norden reisen. Bis gleich! So, Mollo, vielen Dank für diese wunderschöne Reise, die du mir gegeben hast. Oh, mein größter und bester Freund. Ich weiß nicht, warum ich diese Fackel hier nie entzündet habe. Aber ich probier's mal. Ich glaube, das ist damals bei mir immer abgestürzt. Aber mal nochmal probieren vielleicht, Monolith der Alten? Ach, das war ein Rätsel. Stimmt, der wahre Gläubige schafft 4 Tage und ruht 2. Am 7. Tag, gibt er Blut. Fuck, Mann. Am 7. Tag opfert er einen Sklaven. Immer noch falsch? Ihr habt nur noch einen Versuch. Falsch, ihr habt versagt. Leck! Woher soll ich das wissen? Steht das in irgendeinem Buch? Bestimmt. Die RPG-Freaks von euch werden bestimmt Bescheid wissen. Ah, ist doch klar, das steht im 3. Band von Router einen weiteren. Laber nett! Feiert Mephal? Aber das ist doch langweilig. Das wäre doch zu Standard. Ja, vielleicht doch. LOL! Okay. Ich denke immer so, vielleicht funktioniert der Spruch ein bisschen anders. Hm, metaphorisch würde das so und so ganz gut gehen. Nö, einfach mir Fall reinkloppen. Bast schon. So. Übrigens, ich habe nicht vergessen natürlich in dem Tempel. Die Tochter der Fäden ist übrigens doch nicht die Kriecherin, wie ich dann jetzt erfahren habe. Danke für den Hinweis. Einerseits danke, andererseits schade, weil meine Theorie hat mir persönlich sehr gut gefallen. Hatte zwar auch ihre Lücken, aber hat mir trotzdem sehr gut gefallen. Und diesen roten Kelch, der da in dem Keller war, ich habe da ja noch nicht alles probiert. Ich habe da ja nur so ein bisschen rumgeblödelt, bin ein bisschen näher dran gelaufen, habe versucht, den einzusammeln. Und das war einfach nur ein Instant-Tod an der Stelle. Das war ein bisschen deppert, aber ja. Ich habe da noch ein paar andere Ideen gehabt, wie man es lösen kann. Ihr habt mich zwar in den Kommentaren auch gespoilert, wie man es lösen kann, aber ja, was erwarte ich auch? Ist ja normal. Aber ja, also der Spoiler war sowieso kein wirklicher Spoiler, weil das hatte ich auch schon als Idee, also macht euch keine Sorgen. Ich werde auf jeden Fall im Stream, den wir machen werden zu Orden des Drachen, die nochmal zu diesem Kelch da zurückkehren. Da soll es dann auch nochmal eine Quest geben.
Das will ich jetzt nochmal kurz erwähnen. Bloß ich wollte das jetzt nicht jetzt machen, weil ihr mir ständig unter jeder zweiten, dritten Orden des Drachenfolge mir schreibt, ah, da ist noch eine Quest und die ist auch nicht schlecht und die ist auch noch ganz gut. Und dann kommen noch PMs rein, aber die Quest ist auch nicht gar nicht mal so schlecht. Aber dann werden wir nie damit fertig. Und deswegen würde ich, weil ich habe jetzt Bock, langsam meinen neuen Mod zu machen. Orden des Drachen finde ich zwar auch sehr geil, aber ich finde gut, dass er so fleißig hier drüben übt. Aber ich werde Orden des Drachen dann fertig machen, wie bereits angekündigt im Stream. Und hier machen wir eben noch die Assassinenburg. So, was geht, Junge? Was? Was? Achso, ich kann sie tatsächlich nur... Auch ihr. ...nur so beobachten. Was macht die andere Katze? Hat die sich irgendwo schlafen gelegt oder so? Hier war, glaube ich, irgendwo eine Taverne oder sowas, oder? Wo zeigt mir der Questmarker hin? WTF? Oh, hier auf dem Lookout. Lookout-Posten. So, so. Wenn das nicht der... Hübsches Gesicht übrigens. Wenn das nicht der göttliche Kreuzritter höchstpersönlich ist. Habe ich die Fallen eigentlich tatsächlich richtig ins Questlog bekommen und muss sie platzieren? Oder ist es wie das letzte Mal, wo ich Fallen bekommen habe, dass ich einfach die richtige Stelle finden muss, wo ich die Falle platzieren kann? Und dann einfach da rangehen und dann werde ich automatisch das Ding benutzen. Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich kann aber mal gucken, ob ich hier irgendwas im Inventar habe. Nee, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ich habe sowieso zu viel Kack im Inventar, dass ich das wieder vergesse. Wie viel Uhr haben wir überhaupt? 5 Uhr morgens. Okay, also der Tag startet gerade. Das ist dann der perfekte Zeitpunkt, um zu untersuchen, was die alles so machen werden tagsüber. Kann ich, also während er jetzt da steht, kann ich wahrscheinlich nichts machen, aber kann ich vielleicht irgendwie... Lol. Das war einfacher als erwartet. Ich dachte, ich muss es vorsichtig irgendwie anbringen oder so. Da trainiert die Katze, irgendein Typ kommt vor sie gerannt, presst irgendwas in die Zielscheibe, die Katze denkt sich, ach, keine Ahnung, was der macht, ist ja auch egal. Piu, tot. Lol. Und dann habe ich hier noch... Das andere war eine Versteinerungsfalle, oder? Lalala. Opfer zu Stein verwandelt. Ja, das wird nämlich gerade so passen, dass er zu einer Statue wird. Weil er steht schon so ein bisschen beim Ausguck, Nachgucken hier wie eine Statue da. Du würdest eine schöne Statue ausmachen, mein Freund. Die Frage ist nur, wo bringe ich die Falle an? Da, bei ihm müsste ich wahrscheinlich wirklich gucken, wo er hin unterwegs ist. Ich würde sie gerne direkt unter deine Füße anbringen. Wohin bist du unterwegs, mein Freund? Was ist deine Patrouille? Falls du überhaupt irgendwo am Tag unterwegs bist. Ah, mir ist noch eingefallen, dass ich letzte Aufnahme wahrscheinlich sogar euch direkt gefragt habe, was meint ihr, wie das Rätsel zu lösen ist? Jetzt sage ich vorhin extra noch so, oh ja, 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 Spoiler, aber was will man erwarten, gell? Und die ersten Leute haben sich schon wieder in die Finger gespuckt. Was ist hier, dieser Drecksack hier? Ihr habt doch extra selbst gefragt, ihr Fuck, Mann! Jetzt bin ich aber sauer, scheiße! Nein, nein, keine Sorge. Keine Sorge. Ist auch nicht wichtig. Aber was viel wichtiger ist, ist, ich warte mal so eine Stunde, bis er von da weggeht. Vielleicht soll ich die Steinfalle dort, nein, immer noch da, dorthin setzen, wenn er nicht da ist, wo er jetzt gerade ist. Und dann... Oh. Nope, er steht immer noch da. Ich weiß auch nicht, ich nehme an, die Steinfalle wird sich dort aktivieren, wo er gerade steht. Nicht so wie die Feuerfalle. Oder? Kann ich hier irgendwo so auf den Podesten oder so und zack auf den Podesten hier irgendwas montieren, was dann darüber ballert? Nee, oder? Das macht keinen Sinn. Feuerfalle kann ich verstehen. Das kann ein Feuergeschoss abfeuern, aber alles andere? Ich glaube, ich werde weiterhin einfach Stunde für Stunde hier stehen bleiben und gucken, sobald sich die Katze in Bewegung setzt, dann sie mal ein bisschen zu verfolgen. Aber irgendwie steht er zumindest den ganzen Vormittag da. Vielleicht war auch die eine Katze vormittags zu erledigen mit dieser Zielscheibe da drüben und diese Katze hier macht nur etwas nachmittags. Ah, er hat gerade die Hand runtergenommen. Ich dachte, er bewegt sich jetzt. Nix da, goddammit! Du nutzloser Kater!
Wow. Echt? Der steht die ganze Zeit da? Dann muss ich doch irgendwas hier machen? Aloe Vera? Nein. Ich weiß nicht, was ich hier... Gut, der andere hat mit dem Bogen schon bereits um 5 Uhr morgens geschossen. Vielleicht muss ich auch noch deutlich später warten. Bis hier etwas passiert? Dem macht dieses Schauen aufs Land hinaus irgendwohin echt viel Spaß. Zwei Uhr morgens und er bewegt sich immer noch nicht von hier weg. Interessant. Da steht sogar, wenn ich die Tagesabläufe der Khajiits kenne. Der Typ hat keinen Tagesablauf. Der steht die ganze Zeit nur da. Ich dachte, ein Ablauf wäre sowas wie, dann und dann gehe ich essen, dann und dann gehe ich dort und dort schlafen und so weiter. Nix da, der guckt nur in die Ferne. Wie das beim Bogenschützentypen gewesen wäre, weiß ich nicht, aber der macht ja gar nichts anderes. Jupp, ich glaube tatsächlich, wir müssen hier... Muss ich die Fallen benutzen oder kann ich sie auch einfach anders beseitigen? Ich soll beseitigen. Zu dem Zweck soll ich die Fallen benutzen. Was passiert denn, wenn ich ihn einfach abballern würde? Krieg ich dann eine Meldung von wegen fehlgeschlagen oder so? Ach, ich glaube, der hatte eine Krone. Ach, jetzt geht das auf einmal. What? Warte. Weil er hatte ja eine Krone, das heißt, er ist unsterblich durch normale Angriffe. Ernsthaft? LOL. Ich habe schon gedacht, dass ich irgendwas direkt an der Stelle installieren muss, wo er steht. Ich dachte nur nicht, während er da steht. Er wird doch was dagegen haben. Na gut, der Khajiit bei dem Schussstand hat auch nichts gesagt, als ich ihm was in die Zielscheibe reingepresst habe. Aber hier auch nicht? What? Vielleicht sind sie auch bei mir gebuggt. Vielleicht hätten sie sich bewegen sollen und ich hätte dann dazwischen irgendwie platzieren sollen. Keine Ahnung. Nein, falscher Zeitpunkt. Ich hatte gehofft, er... Creepy bewegt sich noch. Ich dachte, er würde festfrieren, während er hier, ne, seine Hand an seine Stirn nimmt und so weiter. Nein, nix da. Schade. Dadurch wärst du eine viel schönere Statue geworden. Das könnte dein neuer Job werden. Ach so, nee, halt. Es war ja schon dein Job. Du bist ja nie irgendwo anders hingegangen. Es gibt Stubenhocker und es gibt Statuensteher. Beide bewegen sich nicht. So sieht's nämlich aus. So. Dann... Jetzt einfach wieder zurück zu Clemente. Katar war näher dran als die Assassinenburg, ne? Ja, genau. Also nach Katar und danach Schnellreise mit Banana. Banana... Weiter zurück in Richtung von böse Männer mit Kapuzen. Ach ja. Nach dieser langen Aktion mit Drela und Ilu, die so dramatisch geendet hat, gibt es hier wieder die Assassinenburg. Ich habe es ein bisschen ehrlich gesagt vermisst, diesen Aufgang hochzugehen Richtung der Assassinen. Das fühlt sich doch fast wieder wie zu Hause an. Würden nicht ständig mich alle irgendwie verprügeln wollen oder sowas, dann würde sich sogar noch mehr wie zu Hause anfühlen. Hoffentlich wird uns Clemente noch weiter aufsteigen lassen. Das wird den anderen den nötigen Respekt einführen. Und zwar von hinten. Ich weiß, meine Hoffnungen sind sehr hoch, aber ich gebe nicht auf. Oh, Clemente. Oh, der Künstler am Werk, aha. Ah, das ist tatsächlich selbst gemalt. Siehste mal, er ist intelligent. Intelligente Leute malen, interessieren sich für die feineren Künste des Lebens. Nicht so wie die Schabracken da unten. Ich verstehe dich, Clemente. Ihr stört. Fuck. Sorry. Aufgabe, ich habe erfolgreich alles beendet. Die Katzen sind tot. Das habt ihr gut gemacht. Zur Belohnung könnt ihr diese Tränke haben. Will ich nicht. Geht nun, für heute reicht das. Kommt morgen wieder. Will keine Tränke haben. Buh. Scheißdreck, da. Tadif will mich sehen, meine Ausbildung soll wohl endlich fortgesetzt werden. Pferd.
Ich habe 2 Quests zur Ausbildung? Oh, ich dachte, es wäre nur möglich, dass ich die nächste Quest bekomme, sobald ich die... Also das ist dieses Fallenentschärfen, Hindernislauf, Übungsdings, wo wir da einmal diese 10 Fallen entschärfen mussten in einem vorgegebenen Zeitrahmen. Dass erst, wenn ich ein Ausbildungslevel gemacht habe und dann die Hauptstory weitermache, dass dann erst das nächste Ausbildungslevel freigeschaltet wird. Aber wie es aussieht, hängt das tatsächlich nur von der... Nur und alleine von der Hauptstory ab, von dem Fortschritt von ihr. Aber das machen wir vielleicht auch später. Nice. Da haben wir's. Nächster Auftrag von Clemente. Oh, Jesus. Ich bin schon zur Verfügung, Clemente. Du kannst über mich frei verfügen. Was willst du, Kleiner? Einiges. Ich habe Anlass zur Vermutung, dass ich nun weiß, wer hinter der Sache mit Talvanus steckte. Oh? Um ganz sicher zu gehen, werden wir eine Falle auslegen und ihr werdet unseren Köder beschaffen. Oh, das hört sich gut an. Der Köder? Ihr werdet erneut nach Katar gehen und dort die Besitzerin der Unterkunft Andors Schlafmütze, Jelna Andor, entführen. Lasst euch zu diesem Zweck von Talvanus ein Gift aushändigen, das ihr ihr ins Essen mischt. Natürlich darf euch niemand dabei sehen. Wenn sie dann bewusstlos am Boden liegt, werdet ihr sie hierher bringen. Klingt gut, aber warte mal. Ist diese Schlafmützen-Taverne-Herberge-Dings... War das nicht der Ort, wo auch der alte Gildenmeister der Assassinen-Gilde gelegen hat? Oder verwechsel ich das gerade mit irgendeiner anderen? Sehr gut machst du das, Tifola. Du hast begriffen, wie die Welt funktioniert. Ausgezeichnet. Aber Katar-Quests, ausgezeichnet, noch ausgezeichneter sogar als Tifola. Weil für Katar-Quests kann ich ja einfach immer kurz mit dem Elefant rüberreisen. So, Entführung, die Einführung habe ich mir. What the fuck? Aber erstmal Talvanus. Ich brauche Gift. Das letzte Mal hat er hier auf den Kisten gehockt. Wie es aussieht, hat er keine Lust mehr darauf gehabt. Ich versuche ein bisschen die Spots abzulaufen, wo die ganzen Herren der Schöpfung immer am Sitzen sind. Kiki! Ich hoffe, mir läuft heute noch ein Sklave über. Farida! Vielleicht pennt er noch? Ich weiß nicht, ob er vielleicht auch seine Lieblings... Alles möge euch willkommen! Willkommen, Kumpel! Hallo! Was? Zeldif... Fails? Achso, an Zeldif kann ich mich erinnern, ja. Zeldit. Tadif, nein. Wo ist Talvanus? What? Fast. Ja, da war es gerade eben. Ausbildung, Ausbildung. Nein, nix damit Ausbildung, Ausbildung. Gut, aber das heißt immerhin, dass keine Stufe irgendwie übersprungen wurde aus irgendeinem Grund. Das kann ich noch alles machen. Das ist das Wichtigste. Und Talvanus, bitte. Ihr macht euch... Oh, zum ersten Mal ein Lob. Zwar nur ein sehr kurzes, weil ich es abgebrochen habe, aber ihr macht euch gut, Frischling, heißt es plötzlich. Nicht schlecht. Der Wind wispert... Aktuelle Aufgabe, Farida? Eine Entführung? Pff, Wahnsinn. Pah, diese Mäferler verdammten Intrigen sind mir sowas von egal. Ich gehe lieber meinen Skuma rauchen. Ich habe das Gefühl, da ist jemand eifersüchtig. Egal bei was für einem Auftrag, entweder offen eifersüchtig wie mit den Katzen. Ich wollte die Katzen beseitigen. Goddammit, wieso kriegst du die ganzen coolen Aufträge? Und dann irgendwas anderes. Was ist mir eigentlich egal? Vielleicht sitzt er jetzt wieder auf der Kiste? Wo ist der hin? Fuck. Er hat keine Lust. Keine Lust zu reden, zieh einfach Leine. Er kommt hin. Wie kann ich euch umstimmen? Oh, das ist neu. Gar nicht. Kann ich wirklich gar nichts für euch tun? Nun. Ja? Ihr seid schon eine Weile hier. So blöd könnt ihr also nicht sein, was? Oh! Oh, shit. Nice! Das heißt, endlich in das Haus der Tänzerin. Ich will eure Tänzerin sehen. Ich denke auch. Ich will, dass ihr mir eine Flasche Kriechermoschus bringt. Kriechermoschus? Kennt ihr nicht, was?
Das hatte ich mir gedacht. Ihr seid ja noch ganz grün um die Nase. Da kann man die wirklich guten Sachen nicht kennen. Kriechermoschus ist ein Parfum, das aus dem Moschus des Sandkriechers gewonnen wird, wie der Name schon sagt. Ah, ich erinnere mich. Deswegen haben wir die letzten Male, als wir diesen Kriechern in anderen Dungeons begegnet sind, da stand normal Bauch öffnen oder Moschus ernten. Und als wir das machen wollten, hat er gesagt, euch fehlt Dreugwachs dazu. Deswegen. Wie komme ich an das Zeug ran? Zeug? Was glaubt ihr, wie viel dieses Zeug wert ist? Ja, und wie komme ich ran? Ihr müsst den Sandkriecher töten. Dann reibt ihr ihn mit Dreugwachs ein, worauf das Tier zu schwitzen beginnt. Man nennt das postmonale Reaktion. Postmortale. Das meinte zumindest der Typ, von dem ich das weiß. Schließlich fangt ihr den abgesonderten Schweiß in einer leeren Flasche auf. Geil. Wie viele willst du? Ich denke, der Moschus von 20 Sandkriechern sollte genügen. 20? Aber natürlich ist der reine Moschus noch kein Parfum. Das Ganze muss dann noch destilliert werden. Am besten, ihr bringt den Moschus zu Goralt. Der wird euch da sicher weiterhelfen können. Wow, ist das alles? Was? Das war's schon? Nur 20 und noch mehrere Schritte? Ach so. Ja, es ist gar nicht schwer, was? Ich frage mich auch, warum man es nirgendwo kaufen kann. Wahrscheinlich kennen es nur die wenigsten. Erstmal müssen wir überhaupt Dreugwachs bekommen. Und nicht nur 1, 2, sondern 20. Wie soll... Boah. Oder kann ich mit einem Dreugwachsstück mehrere Leute einreiben? Weiß ich nicht. Interessant. Jetzt haben wir aber immerhin eine Methode, da in das Haus der Tänzerin reinzukommen. Sehr nice. Das klärt aber immer noch nicht die Frage, wo Talvanus ist. Was? Ah, ihr seid das. Geht mir nur vom Leib. Wegen euch muss ich jetzt im Dreck leben. What? Warum? Ach so, wegen Stadt und so weiter. Ich dachte, du hast einen super Job. Du kannst dich doch um Fallen kümmern. Gift? Oh ja, etwas ganz Raffiniertes habe ich da für euch. Durch die Anwendung mag es trivial klingen. Schließlich gibt es tausende drittklassige Gifte, die man dem Opfer ins Essen mischen kann. Doch dieses... Ja, dieses Gift tötet das Opfer nicht. Vielmehr fällt es in Ohnmacht und wird in einen absolut hilflosen Zustand versetzt. Oh, was, wenn die Wirkung nachlässt? Ja, dann wacht das Opfer wohl auf, nehme ich an. Oh, das ist überhaupt das Beste daran. Wenn die Wirkung nachlässt, erwacht das Opfer unversehrt und kann sich an nichts mehr erinnern. Da, nehmt es. Und wenn ihr es anwendet, tut mir einen Gefallen und verschwendet zumindest einen kleinen Gedanken an die Genialität dieses Gebräus. Alles klar, mein Freund. Erstmal ein Schluck Capri-Sonne. Ich meine, oder andere Produkte, die man mit einem Röhrchen trinken kann. Gift der Ohnmacht hinzugefügt. Nice. Njam, 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 njam. Lecker! Habe ich als Kind gemocht, mag ich jetzt immer noch. Schmeckt ausgezeichnet. Wenn ihr mich sponsern wollt, dann schreibt mich einfach an. games9gaming@googlemail.com. Was? Ja, ja. So Wochenvorräte davon, warum nicht? Kann man schon mal machen. So, dann... Schreien wir erstmal eine Runde. Alles klar, mein Freund. Und danach reisen wir nach Katar. Gift habe ich da, genug Bananen für die Reise habe ich da und dann penetriere ich jetzt euer dickes Tor. Alles klar. Dann, wie ist es nochmal? Andors Schlafmütze. Die Schlafmütze. Ich laufe einfach mal zum anderen Ende der Stadt, wo ich in Erinnerung habe, dass dort das eine Haus war. Also das mit dem vergangenen Mitglied der Assassinen-Gilde, das müsste hier sein. Andors Herberge. Ja, das heißt, es ist schon Andor, aber nicht Schlafmütze, sondern Herberge. Vielleicht haben die sich umbenannt oder so. Sie schläft? Okay. Oh,